ein 365-Euro-Ticket ist es nicht geworden. Dennoch sieht die Tiroler Landesregierung Anlass zur Freude. Bis zu 75% billiger sollen die Jahrestickets für öffentliche Verkehrsmittel in Tirol ab 1. Juni 2017 werden. Am Dienstag stellten Landeshauptmann Günter Platter und seine Stellvertreterin Ingrid Philippe die Eckpunkte der Reform vor. Mit der neuen Tarifreform legen wir 11 Millionen im Jahr zusätzlich drauf. Und damit ist verbunden, dass wir ein Jahresticket haben um 490 Euro, wo man alle öffentlichen Personen- und Nahverkehrsmittel benutzen kann. Auch in der Stadt ist mit eingebunden, dass man hier mit 490 Euro fahren kann. Es gibt auch ein Regio-Ticket um 380 Euro, wenn zwei Regionen umfasst sind. Und das sind schon Tarife, wo man sagen kann, hier können sich die Bürgerinnen und Bürger, die den öffentlichen Verkehr nützen, sehr viel Geld ersparen. Anlass zur Freude sieht Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Philippe. Es ist ein großer Tag für den öffentlichen Verkehr in Tirol und ein großer Tag für alle, die jetzt so intensiv mitverhandelt haben und ein großer Tag für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land, weil es ein wirklich großes Entlastungspaket ist, wie der Herr Landeshauptmann schon ausgeführt hat. Was die Fahrgäste spüren werden, ist, wie vom Herrn Landeshauptmann angesprochen, den reibungslosen und eben auch kostenlosen, für den Kunden kostenlosen Umstieg in den Stadtverkehr in Innsbruck. Da meinen ganz herzlichen Dank an die Bürgermeisterin, an den IVP-Chef Martin Baltes für die harten, aber guten und konstruktiven Verhandlungen, die uns jetzt an dieses Ziel geführt haben. Die große Herausforderung und warum es viele Verhandlungsrunden brauchte und viele Diskussionen brauchte, ist, weil wir das System der Verrechnung verändern mussten und damit heute einen wirklich großen Wurf in der Abrechnung des öffentlichen Verkehrs vorlegen können. Keinen großen Wurf sieht hingegen die Opposition. Postwendend kam bereits am Nachmittag Kritik seitens der SPÖ und der Liste Fritz, die erneut an das ursprüngliche Regierungsziel von 365 Euro für das Jahresticket erinnerten. Mehr dazu finden Sie in Ihren Bezirksblättern und auf www.meinbezirk.at.